Herzlich willkommen zum Remarketing-Kongress 2022. Ganz besonders freue ich mich, dass wir heute weit über 200 Personen hier im Vogel Convention Center begrüßen dürfen. Einige mehr sind sogar noch digital zugeschaltet. Um was geht's heute? Um das Thema gebrauchte E-Mobilität. Spannendes Programm, wertvolle Tipps. Der Remarketing-Kongress ist für uns als Santander Deutschland und auch Autobörse eine ganz wichtige Veranstaltung, wo wir Händler einladen, wo wir aber auch Dienstleister sehen, treffen, kennenlernen. Und deswegen ist für uns wichtig als Sponsor nach wie vor und das seit vielen Jahren dabei zu sein. Eigentlich muss jeder Händler hier sein, ja, fürs Gebrauchtwagengeschäft dazulernen, von den Besten lernen und auch die passenden Dienstleister kennenlernen, die vielleicht beim Gebrauchtwagengeschäft dann helfen können. Der Remarketing-Kongress ist der Branchentreff und hat für uns die größte Bedeutung in dem Gebrauchtwagensegment. Ich empfehle jedem Händler hierher zu kommen, ich empfehle aber auch Dienstleistern und Partnern hierher zu kommen, weil die Diversität hier sowohl bei den Besuchern, bei den Referenten als auch bei den Ausstellern ist enorm groß und sucht seinesgleichen am Markt. Ja, die Bedeutung des Kongresses ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade für die Gebrauchtwagenhändler und auch für die Dienstleister, die etwas mit dem Gebrauchtwagenmanagement zu tun haben. Das ist die perfekte Plattform, um zu networken. Die Stärken des Remarketing-Kongresses sehe ich darin, dass die Inhalte, die hier vermittelt werden, in einer sehr hohen Qualität komprimiert an den Handel gegeben werden. Als Autohaus habe ich die Chance, sehr viel hier mitzubekommen von digitalen Dienstleistern mit einem großen Fokus auf Digitalisierung. Das ist hervorragend. Ich glaube, einen Digitalisierungsschub werden wir bekommen, auch durch die letzten zwei Jahre. Getriggert. Ich glaube, dass der Anteil an Online-Verkäufen im Gebrauchtwagengeschäft massiv nach oben gehen wird. Unsere Einschätzung 18%, von heute knapp 2%. Insofern, das wird spannend. Die Herausforderung wird sein, flexibel und dynamisch mit den gesetzlichen Änderungen umzugehen, sobald neue Prämien ausgesprochen werden oder auch andere Prämien zurückgenommen werden, da das Preisgefüge schnell und dynamisch anzupassen. Das Wichtigste erstmal, ich bin froh, dass es wieder eine Live-Veranstaltung gibt, nach zwei Jahren Corona endlich mal wieder. Kollegen treffen, Freunde treffen, Partner treffen, das ist das Schönste. Das ist das Wichtigste für mich gewesen, hier hinzukommen. Und ansonsten viele neue Ideen. Wir sind vom Softwareanbieter, das heißt, wir gucken uns natürlich auch an, was die Wettbewerber machen, versuchen mit Händlern ins Gespräch zu kommen. Ja, für uns ist der Remarketing-Kongress definitiv eine der wichtigsten Veranstaltungen des Jahres. Wir freuen uns wahnsinnig, heute hier dabei zu sein. Schon viele bekannte Gesichter gesehen, viele gute Gespräche gehabt und wir mittendrin. Also ich würde die Veranstaltung eigentlich jedem empfehlen, der in der Automobilbranche ist. Gelernt habe ich eine Preiskalkulation, gelernt habe ich neue Partner kennenzulernen. Also absolut empfehlenswert, schöne Veranstaltung, gute Stimmung, gute Leute. Well, I think that events like this are extremely important to move our business of every single company ahead. Because it's all about networking and of course it's all about sharing the ideas. And especially now after the COVID times, you know, it's really great to be back. Jeder Händler, der heute mit der Zeit gehen will, im digitalen Bereich in der Transformation unterwegs ist, der sollte auf jeden Fall hier sein oder vielleicht auch digital teilnehmen.